Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Herzlich willkommen in diesem Gottesdienst heute am fünften Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest. Ich grüße Sie hier in der Kirche und auch an den Bildschirmen mit dem Wochenspruch dieser neuen Woche, einem Wort des Apostels Paulus aus dem Epheserbrief: Aus Gnade seid ihr selig geworden, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Er weckt mich alle Morgen, lassen Sie uns von diesem Lied im Gesangbuch 452 die Strophen 1 bis 5 singen. Thank you.
Lasst uns im Wechsel aus Psalm 73 beten. Psalm 73 im Gesangbuch 733. Und wir sprechen jeweils links und rechts des Mittelgangs und beginnen von mir aus gesehen auf der linken Seite. Ganz versweise. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir dein Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Barmherziger Vater, wie gut, dass du uns an deiner Hand hältst und führst. Wir danken dir für alle ermutigenden Führungen in unserem Leben. Manchmal kommen unangenehme Dinge auf uns zu. Schweres, Leidvolles, Herbes. Halte uns dann erst recht bei dir. Lass uns durchhalten, schenke uns Kraft und Trost und eine neue Freude. Für diesen Gottesdienst bitten wir um Orientierung, dass dadurch unser Leben in die richtige Richtung geht. Öffne uns die Ohren und die Herzen für deine Botschaft und gib uns Kraft, sie zu beherzigen. Amen. In der Stille beten wir weiter. Wir vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Amen. Ich bitte zur Schriftlesung wieder Platz zu nehmen. Die Schriftlesung heute steht in Lukas 5. Es sind die Verse 1 bis 11. Ein sehr bekannter Text. Und zwar geht es um die Jüngerberufung. Eines Tages drängte sich am See Genezareth eine große Menschenmenge um Jesus. Alle wollten Gottes Wort hören. Am Ufer lagen zwei leere Boote. Die Fischer hatten sie verlassen und arbeiteten an ihren Netzen. Da stieg Jesus in das Boot, das Petrus gehörte, und bat den Fischer, ein Stück auf den See hinaus zu rudern, damit ihn alle besser sehen und hören konnten.
Vom Boot aus sprach Jesus dann zu den Menschen. Anschließend sagte er zu Petrus: Fahrt jetzt weiter auf den See und werft eure Netze aus. Herr, gab Petrus zu bedenken, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich es wagen. Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu zerreißen drohten. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, ihnen zu helfen. Bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, so dass sie beinahe sanken. Als Petrus das sah, fiel er erschrocken vor Jesus nieder und rief: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er und alle anderen Fischer waren fassungslos über diesen Fang. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Petrus bei der Arbeit geholfen hatten. Aber Jesus sagte zu Petrus: Fürchte dich nicht. Du wirst jetzt keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Sie brachten die Boote an Land, verließen alles und gingen mit Jesus. Und jetzt singen wir zusammen das Lied 241. Wach auf, du Geist der ersten Zeugen. Wir singen die Verse 1, 2, 4 und 6. Thank you.
Liebe Gemeinde, wer von Ihnen Pferde begeistert ist und sich ein wenig auf diesem Feld auskennt, der kommt an dem Namen Paul Plinzner wohl kaum vorbei. Sein Leben könnte man vielleicht zusammenfassen mit dem Satz: vom Weltkind zum Königskind. Der Pferdeliebhaber, ich will nicht sagen der Pferdenarr, der Pferdeliebhaber Paul Plinzner, Sohn eines Pfarrehepaares aus den Masuren, dem heutigen Polen, verlebte einst glückliche, naturnahe Jugendjahre inmitten großer und tiefer Wälder und weiten Ebenen. Und von Kind an hatte er schon eine ganz besondere Beziehung zu den Pferden. Nach dem Abitur zog ihn die humanistische Bildung besonders an. Aber bereits nach wenigen Semestern Studium sattelte er auf den Pferderücken um. Und so landete er damals als junger Offizier durch ein Kommando in Berlin. Dort wurde ihm 1880 der Stall des Prinzen Wilhelm übertragen. Und der steile Aufstieg seines Fürsten im Jahr 1888, dem Dreikaiserjahr, zum Kaiser, zog ihn dann sozusagen einfach mit. Und so wurde er zum Leibstallmeister Wilhelm II., des letzten deutschen Kaisers. Paul Plinzner hatte mehrere einschlägige Fachbücher geschrieben, so eines etwa über die Psychologie des Pferdes. Wenn man es heute noch kriegen würde, würde ich es gerne unserer Tochter schenken. Die gehört auch zu den Pferdenarren. Er wurde durch seine Bücher weit über die Grenzen hinaus bekannt. Ein Weltkind besonderer Art. Aber da plötzlich leuchtet die Liebe Gottes in sein Leben hinein. Und dann schreibt er dazu, ich zitiere ihn jetzt: Durch Gottes Gnade war ich nach einer in völliger Gleichgültigkeit verlebten Jugend auf der Höhe des Mannesalters zum Glauben an das Evangelium von der in Jesus Christus erschienenen Gnade und Liebe Gottes gekommen. Auf der Höhe des Mannesalters. Jeden Sonntag begleitete er fortan dann auch seinen Sohn, der konfirmiert werden sollte, in die Friedenskirche in Potsdam. Und dort schloss ihm während eines Gottesdienstes, berichtet er, ein Bibelwort ganz unmittelbar auf neue Weise auf. Jesus, der Heiland, der Lebendige, stand plötzlich vor seinem geistigen Auge. Es gab für ihn kein Zaudern. Es war sozusagen ein innerer Befehl, kehrt um, kehrt Marsch mit seiner Sprache. Kein Zögern, sondern Gehorsam. Ein Kind Gottes, Paul Plinzner, ein Königskind. Vom Weltkind zum Königskind. Eine totale Wende. Von einer solchen Wende redet auch unser heutiger Predigtabschnitt. Ich lese aus dem 1. Mosebuch, aus dem Kapitel 12, die Verse 1 bis 4. Dort heißt es: Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen,
und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abram aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abram aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Vom Weltkind zum Königskind. Als der lebendige Gott zu ihm sprach, da änderte sich sein Status. Und das Erste, das mir bei diesem Bericht aus dem ersten Mosebuch auffällt, ist, Gott macht den Anfang. Gott, nicht der Mensch. Und der Herr sprach zu Abram. So beginnt diese Wende. Gott, der Herr, ist das Subjekt. Wie bei Paul Plinsner. Er hat sich diese steile Wende wahrlich nicht ausgesucht. Schließlich hatte er ein gutes bürgerliches Leben, eine tolle Arbeitsstelle. Gott sprach plötzlich zu ihm. Im Gottesdienst, das soll ja vorkommen. Eigentlich wollte er ja seinem Sohn bloß ein gutes Vorbild sein, als er ihn eben ein Jahr lang oder anderthalb, ich weiß nicht, wie lange das damals war, im Gottesdienst während der Konfirmandenzeit begleitete. Da traf ihn dieses Wort Gottes. Es kam sozusagen direkt von oben, ohne Ankündigung, ohne sein Zutun, ohne dass er das eigentlich wollte. Gott allein hat es gewirkt. So wie wir eingangs gesungen haben, er weckt mich alle Morgen, er weckt mir selbst, er weckt mir selbst das Ohr. Gott hält sich nicht verborgen, führt mir den Tag empor. Er spricht wie an dem Tage, da er die Welt erschuf und Gott sprach. Da schweigen Angst und Klage, nichts gilt mehr als sein Ruf. Gott schlägt die Brücke. Er schlägt die Brücke zu einem Menschen. Er ruft ihn an und mutet ihm Vertrauen zu. Die Bibel sagt dazu Glauben. So wurde einmal ein junger Mensch gefragt, wie kamen Sie denn dazu, Christ zu werden? Er antwortete, ich kam nicht dazu, sondern Gott brachte mich dazu. Ich glaube, wir müssen umdenken. So eine gewaltige Sache wie die, dass ein Mensch zum Glauben kommt, ist nicht des Menschen Möglichkeit. Gott allein tut das. Er bringt es für dich. Und das Mittel, mit dem Gott anfängt im Leben eines Menschen, ist, und der Herr sprach. Die Götter der Menschen sind stumm. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Vater Jesu Christi, er spricht unüberhörbar. Zwar spricht Gott heute nicht mehr so wie damals bei Abram, aber er spricht in Jesus Christus. Und da hat Gott sozusagen sein alles entscheidendes Wort hineingelegt in diese Person von Jesus Christus. Und dieses letzte Wort Gottes, wir haben die Formulierung aus dem Hebräerbrief, dieses letzte Wort Gottes haben wir in der Heiligen Schrift, in der Bibel. Hier redet Gott zu uns, mit uns lebendig und kräftig. Mich hat er auch angesprochen, sonst wäre ich heute nicht hier. Beim Lesen der Bibel kann ein Mensch Gott kennenlernen.
aus dem Hören auf die Predigt kommt der Glaube. Und so finden Menschen zu Jesus Christus, zum lebendigen Gott. Und wer auf dieses Wort Gottes nicht hört, wer sozusagen hier rein und hier rauslässt, wer diesem Wort Gottes den Rücken kehrt, der wird Gott nicht verstehen. Und er hat ihm nichts mehr zu sagen. Er lebt an Gott und seinem Heil vorbei. Zum Glück spricht Gott nicht nur einmal im Leben eines Menschen so persönlich zu einem. Jeden Menschen spricht er irgendwann im Leben an. Gott macht den Anfang, indem er zu uns spricht, zum Einzelnen, und zwar sehr, sehr persönlich, selbst wenn man in der Mitte von Hunderten von Menschen sitzen würde oder Tausenden. So war es auch bei Abraham. Er war ein Einzelner. Wer war er denn, dieser Abraham? Wir wissen bloß, er stammte aus Ur in Chaldea und lebte später in Haran. Das ist eine nüchterne Angabe. Er war verheiratet mit einer Frau mit dem Namen Sarah, die keine Kinder bekommen konnte. Auch das berichtet diese Bibel. Und das war übrigens die große Not dieser Eheleute, keine Kinder zu haben. Aber mehr wissen wir eigentlich von Abraham nicht. Er unterschied sich nicht von anderen Zeitgenossen. Abraham war sozusagen ein normaler Mensch wie du und ich. Abraham wurde auch nicht berufen, weil er charakterliche Qualitäten mitgebracht hätte. Hier ruft Gott einen Menschen, der nichts ist, der nichts hat, um ihn zu dem zu machen, was er werden soll. Gott knüpft meist überhaupt nicht an unsere Qualitäten an, sondern er erwählt souverän und macht uns zu dem, was er will, damit sein Plan mit dieser Welt erfüllt werde. Und der Herr sprach zu Abraham. Das Reden Gottes ist persönlich, direkt. Es geht Gott um eine personale Beziehung und er ruft uns bei unserem Namen. Bis heute ist das so. Gott macht den Anfang. Komm, folge mir nach. Ein zweites, was mir aufgefallen ist, das war es ja noch nicht, sondern das Zweite, Gott gibt einen Auftrag. Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Das erste Wort ist ein Auftrag. Gott holt sozusagen diesen 75-Jährigen aus dem Schaukelstuhl heraus. Er bringt ihn in Bewegung. Übrigens, das ist der Grund, weshalb ich mit 75 noch nicht aufgehört habe zu predigen. Der Schaukelstuhl, den gibt es bei uns noch nicht. Der Glaube an den lebendigen Gott führt in Bewegung, liebe Schwestern und Brüder. Manchmal kommt uns das ja ganz schön hart an, die wir allzu sehr dem Gesetz der Trägheit unterliegen. Der Gott der Bibel aber holt nicht nur den Abraham heraus aus seiner Häuslichkeit, aus seiner Bequemlichkeit. Viele hat er seither herausgeholt. Mose, Jeremia, Jesaja, Johannes, Petrus, Paulus, Augustin, Luther, Brenz, Bonhoeffer, Paul Schneider, die Mutter Teresa. Ich könnte stundenlang darüber reden. Auch den Reichsstallmeister beim Kaiser, Paul Plinzner. Und es wurde ihm dann auch klar, dass dieser Ruf Gottes Konsequenzen hat, dass der mit einem Auftrag verbunden ist. Er hatte angefangen, Hausandachten einzuführen, die Kinder in die Sonntagsschule eingeladen und dorthin gebracht. Auf Übungsritten wurden dann auch Sonntagspredigten besprochen.
Gespräche im Haus drehten sich nicht mehr bloß ums Reiten und die Reitkunst. Die frühen Morgenstunden gehörten der Bibel und dem Gebet. Er stellte seine Verbindungen, die er hatte mit anderen Offizieren, auf ein ganz neues Fundament, etwa mit General von Fieban oder Generalleutnant von Knoppelsdorf und andere. Die Reiterei kam dabei gar nicht zu kurz, aber die Prioritäten haben sich verschoben und wurden neu geordnet. Und Abram, der gute Mann, der musste seine Heimat verlassen. Die Freundschaften, das Vaterhaus, alles, was ihm Halt, Geborgenheit, Sicherheit, Sinn gab. Der Aufbruch zu Neuem wird verlangt. Vielleicht will Gott gerade daran erkennen, ob es mit unserem Vertrauen zu ihm wirklich auch ernst gemeint ist. Ein Glaube, der nichts kostet, ist nichts wert. Welchen Preis hat uns das Evangelium schon zugemutet? Dir, in deinem Leben. Was haben sie dafür schon bezahlt? Was hat sie der Glaube an den lebendigen Gott gekostet? Wo haben sie ihre Bequemlichkeit aufgegeben? Wenn Gott einen Auftrag erteilt, dann muss alles andere zurücktreten. Abram wurde zwar ein entwurzelter Heimatloser, Obdachloser. Normalerweise fängt ja in unserer Welt damit das Elend an. Aber die Bibel will mit dieser Entwurzelung und der alleinigen Bindung an Gott uns helfen, eine neue Heimat zu finden. Eine neue Heimat. Eine Heimat, die in der Ewigkeit gründet. Das Schlimmste an diesem Bericht scheint zu sein, dass Gott dem Abram nicht einmal das Ziel anzeigt, nur die Zusage ihm gibt, ich will's dir zeigen. In diesem Ich Gottes streckt sich dem Menschen sozusagen Gottes Hand entgegen. Und er vermag mehr, als wir je ahnen könnten. Und so ist das oft im Glaubensleben. Gott zeigt uns meist nur den ersten Schritt. Mehr braucht es auch nicht. Den nächsten Tag, vielleicht noch die nächste Woche, aber weniger zeigt er uns nicht. Gott gibt einen Auftrag und damit verbinde ich den dritten Gedanken. Er gibt dazu ein Verheißungswort. Nicht nur einen Auftrag, er gibt ein Verheißungswort. Gott hat ein Verheißungswort. Ich will dich segnen und zum großen Volk machen. Du sollst einen großen Namen bekommen und du sollst ein Segen für andere sein. Ich will segnen, die dich segnen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Nicht nur Aufträge verteilt der liebe Gott. Er gibt all das dazu, was nötig ist, um diese Aufträge zu erfüllen, um sie auszuführen. Segnen will Gott. Sich dem Menschen zuwenden, vor ihm stehen, neben ihm stehen, hinter ihm stehen. Ihn umgeben sozusagen von allen Seiten, mit Kraft aus der Höhe ausrüsten, mit den Gaben des Himmels ausstatten und dann daraus etwas werden lassen. Frucht, sagt die Bibel, das will Gott. Das will er mit dem Abraham. Und das will er auch mit all den anderen, die er ruft. Und durch ihn sollen dann andere Menschen auf der ganzen Welt auf diesen lebendigen Gott aufmerksam gemacht werden, ihn kennenlernen, zu ihm kommen können.
Für manche ist der Name Konrad Adenauer noch ein Begriff, für die Jüngeren wahrscheinlich kaum mehr. Also es war der erste Bundeskanzler. Ich lese gerade seine Biografie Teil 2, ein begeisterndes Buch für mich. Also als der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer beim damaligen Präsidenten der USA Eisenhower war, verabschiedete der den deutschen Staatsmann mit dem Gruß God bless you. God bless you. Der Dolmetscher hatte Schwierigkeiten mit der Übersetzung und übersetzte viel Glück und gute Reise. Obwohl ja der Präsident sagte, Gott segne Sie. Aber wer sollte damit etwas anfangen können? Das war damals so, das ist heute leider nicht viel anders. Die Welt hat keine Ahnung, was es heißt, wenn Gott segnet. Da ist eine wirkende, eine heilsame, eine geradezu durchschlagende Kraft, die Macht Gottes am Werk. Mit dieser Macht Gottes kann man getrost den nächsten Schritt wagen. Gott segnet den Abram und so wird er ein Gesegneter für andere. Aber er wird es eben nicht zum Selbstgebrauch, Glück auf, dass ich gesegnet bin, sondern er wird gesegnet, damit er diesen Segen weitergibt, dass er durch ihn durchfließen kann, hin zu anderen. Man wird gesegnet, um für andere Menschen ein Segen zu sein. Der Theologe Ernst Modersohn schrieb einmal ein Buch mit dem Titel Menschen, durch die ich gesegnet wurde. Kennt ihr solche Menschen in eurem Leben, durch die ihr gesegnet wurdet? Vielleicht gibt es heute Nachmittag oder heute Abend einmal 10 Minuten, wo ihr auf ein Blatt Papier schreibt, welche Personen haben mich denn gesegnet oder durch welche Personen bin ich gesegnet worden? Wer hat mich mitgenommen, an die Hand genommen in all den Jahren? Und ich bin davon überzeugt, es gibt eine lange Liste. Bei einer Schulentlassung vor langer, langer Zeit fragte der Lehrer, vielleicht auch die Lehrerin, die Schüler, was wollt ihr denn einmal werden? Was wollt ihr denn einmal werden? Viele nannten ihren Beruf, den sie sich ausgesucht hatten. Eine Schülerin genierte sich mächtig, aber die anderen drängten sie, sag's doch auch. Und weil sie im Religionsunterricht die Geschichte von Abram besprachen und sie diese Geschichte so besonders beeindruckte und ansprach, sagte sie leise, fast zu überhören, ich will ein Segen werden. Ich will ein Segen werden. Also nicht, ich will Pfarrer werden oder Pfarrerin oder Ministerin. Ich will ein Segen werden. Ein großartiges, artige Berufswahl in einer Welt, wo Menschen einander verfluchen und sich unnötig Böses antun, wo einer dem anderen nichts gönnt und nur nach seinem eigenen Vorteil trachtet, wo ein Herrscher sein Volk gegen ein anderes aufwühlt und schlussendlich militärisch angreift und einen mächtigen Krieg vom Zaun bricht. Da wollte dieses Mädchen ein Segen sein. Jedes Menschenleben hinterlässt Spuren, Sotte oder Sotte. Ob es aber eine Segensspur ist, hängt an unserem Vertrauen zu Gott. Gott hat uns ein Verheißungswort zugesprochen. Ich will dich segnen und du sollst dein Segen sein. Ich kann dieses Wort ablehnen, ich kann es ausblenden aus meiner Biografie. Ich kann es hintergehen, ganz gewiss. Aber ich kann dieser Verheißung Gottes auch trauen und folgen. Lassen Sie mich schließen mit einem netten Vergleich, den ich zu dieser Abrams-Berufung in der Literatur fand. Verbunden mit einer Frage.
Was ist der Unterschied zwischen einer Parfümerie, das wissen Frauen jetzt natürlich am besten, was ist der Unterschied zwischen einer Parfümerie und einer gottesdienstlichen Gemeinde? Antwort: Die Parfümerie besteht aus geschlossenen Fläschchen. Im Gottesdienst sitzen hoffentlich geöffnete Fläschchen oder gehen hoffentlich als solche aus dieser Kirche hinaus. Jeder, jede von uns ist ein potenzielles Parfümfläschchen, aus dem der Duft Gottes entströmen kann. Lasst uns diesen Duft Gottes, diesen heiligen Ruf Gottes, diese Liebe Gottes, diese Barmherzigkeit Gottes und die Verheißungen Gottes in alle Himmelsrichtungen hinaus verbreiten. Amen. Vertraut den neuen Wegen, dieses Lied wollen wir singen. Man kann es ja hier ablesen, aber wer es im Gesangbuch haben will, 395, 1 bis 3. Vertraut den neuen Wegen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, schenke uns ein festes Vertrauen zu dir, den Glauben, den wir uns nicht selbst geben können. Wir bitten dich nicht um den Glauben Abrams, den wir vielleicht bewundern oder auch beneiden. Wir bitten um den Glauben, den du für uns zugedacht hast. Du hast den Anfang gemacht. Du lädst uns jeden Tag neu ein,
dir uns anzuvertrauen mit allem, was zu uns gehört. Wir wissen, es ist ein angefochtener Glaube, manchmal voller Zweifel. Und dennoch wollen wir an dir und deiner Treue festhalten. Wir bitten dich für alle, die du in deine Nachfolge und in deinen Dienst gerufen hast. Gib ihnen und uns allen den Mut, mit deinem Wort in die Welt zu gehen, mit der Verheißung deines Segens im Rücken, hin zu den Menschen, die uns brauchen, die Mutlosen, die Kranken, die Leidtragenden, die Einsamen, die Alten. Wir bitten für die Arbeitslosen, für die, die ohne Obdach sind, für die Überlasteten und mit Sorgen Beladenen. Wir bitten für alle, die resignieren, weil sie kaum Erfolg in ihrem Tun sehen. Wir bitten für die Regierenden in der Welt, dass sie dem Frieden dienen und für das Wohl ihrer anvertrauten Menschen sorgen. Deshalb bitten wir besonders für die Menschen in der Ukraine, aber auch anderswo in der Welt, wo Kriege sind. Wir denken auch an die Menschen in Pakistan, die von fürchterlichen Überschwemmungen betroffen sind. Erbarme dich und hilf ihnen. Wir bitten für unsere Kirche, für alle Pfarrerinnen und Pfarrer, dass sie fröhlich dienen und so mithelfen am Bau deines Reiches. Denken wollen wir auch an den Pfarrer Brendel, der mit seinen Konfirmanden an diesem Wochenende unterwegs ist. Wir danken dir für deinen Segen, den du für die Deinen bereit hast. Schenke es, dass wir ein Segen für andere sein können. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Und beten gemeinsam weiter: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie doch noch einmal Platz. Wir haben Gottes Spuren festgestellt. Dieses Lied finden wir im Gesangbuch unter der Nummer 656 und wir singen die Strophen 1 bis 3. Thank you.
Wir sind schon fast am Ende des Gottesdienstes angekommen und jetzt gibt es noch Gemeindeinformationen. Ganz herzlichen Dank dir, Emil und Brigitte, dass du zu uns gekommen bist, dass du heute gepredigt hast und dass du uns ganz viele Fragen mitgegeben hast. Und das ist ja das Positive am Livestream. Da kann man einfach, wenn man manches nicht mehr so genau weiß, nochmal reinklicken und nochmal gucken, wie war denn das nochmal? Was hat er dazu gesagt? Und da war wirklich für mich vieles drin, da werde ich nochmal reinklicken. Vielen Dank für dein Kommen, vielen Dank für euer Kommen. Und vielen Dank auch, schön ist, dass wir doch schon so lange auch miteinander unterwegs sein dürfen. Die Kollekte des Gottesdienstes am vergangenen Sonntag war für den Philadelphia-Verein bestimmt. Es wurden 246 Euro eingelegt. Vielen Dank. Die Kollekte des heutigen Gottesdienstes ist für die Diakonie der Landeskirche bestimmt. Mit dem Jahresthema für 2022 Miteinander ins Leben macht sie vor allem auf die Kinder und Jugendlichen aufmerksam, die Verlierer der Pandemie sind. Sie mussten lange hinten anstehen, waren von Freundinnen und Freunden isoliert und wurden auch teilweise auf bessere Zeiten vertröstet. Hierzu gibt es verschiedene Projekte für die jungen Leute. Vielen Dank für eure Unterstützung. Am kommenden Dienstag um 14.30 Uhr findet der nächste ökumenische Seniorennachmittag zum Thema an der Saale hellem Strand, unterwegs in Mitteldeutschland, im Gemeindehaus statt. Pfarrer Brendel und das Mitarbeiterteam laden herzlich ein zu Kaffee und Hefezopf, Gemeinschaft, einem Reisebericht und Gesang. Wer einen Fahrdienst benötigt, darf sich gerne im Gemeindebüro melden. Und ebenfalls am Dienstag um 20 Uhr trifft sich der Gesprächskreis Atempause im Gemeindehaus. Dann am Mittwoch um 19 Uhr findet die öffentliche Sitzung des Kirchengemeinderates ebenfalls im Gemeindehaus statt. Nächsten Samstag finden hier in der Kirche zwei Gottesdienste mit insgesamt drei Taufen statt. Es werden getauft um 10 Uhr Lia Hieb aus dem Bruckrhein und Amalia Hieb von Elchesheim Illingen. Nachmittags um 14.30 Uhr wird Noelia Teichmann aus dem Reumorgenweg getauft. Wir beten für die Täuflinge und auch für die Familien. Vater im Himmel, du hast den Familien Hieb und Familie Teichmann diese Kinder geschenkt. Wir danken dir dafür. Wir wollen sie Jesus Christus anvertrauen und bitten dich, dass sie im Vertrauen auf dich aufwachsen und auch ihr Vertrauen dir schenken. Hilf Lia, Amalia, Noelia, dass sie Vertrauen fassen zu deinem Wort. Dann laden wir ganz herzlich ein zum Gottesdienst nächsten Sonntag. Thema wird sein, Jesus macht Urlaub. Jetzt fragt ihr euch, was soll das? Mit dir geht es dann weiter. Mit Pfarrer Brendel und Team. Mitarbeiter der Gemeinde werden gesegnet. Danach laden wir ein zum Gartenfest. Wer mit dabei sein möchte, da sind wir für Anmeldung dankbar. Das ist möglich im Anschluss, dass ihr mir das sagt oder Anmeldung noch ins Gemeindebüro bis Mittwoch oder auch dann an mich. Ja, und jetzt gibt es noch eine Info. Also am Sonntag nach dem Gottesdienst geht es abends noch weiter und die Moni informiert. Ja, ich wollte ganz relativ spontan noch einladen und ermutigen. Am nächsten Sonntagabend findet wieder eine Himmelwärtsveranstaltung statt. In der Kirche in Erzingen im Nachbarort um 19 Uhr. Himmelwärts, erkläre es nochmal kurz, Christen aus verschiedenen Gemeinden hier im Zollern Albkreis, unserer Umgebung, möchten zusammenkommen und Gott die Ehre geben im gemeinsamen Worship oder Lobpreis oder wie man es nennen will,
weil sie eine Sehnsucht danach haben, in dieser Gemeinschaft Gott besonders zu erleben und einfach, weil wir glauben, da liegt ein besonderer Segen drauf, wenn so viele Parfümfläschle zusammen sind und dann einfach nochmal ein ganz besonderer Duft im Raum steht, sage ich jetzt mal. Jetzt kann es natürlich sein, dass unter uns welche sind, die das hören und sagen, Worship und Lobpreis, nicht mein Ding, verstehe ich. Oder womöglich, es gibt ja viele Gründe, vielleicht hat man einfach keine Zeit. Oder womöglich soll es Menschen geben, die denken, oh, da treffe ich ja den oder jenen, den möchte ich eigentlich lieber nicht treffen, bleibe ich lieber daheim. Könnte ich auch nachvollziehen. Aber ich möchte ermutigen, mal über die Stilfrage und über solche Dinge hinweg zu sehen. Und wenn du ein Herz hast für diese Sache, für das, dass es gut ist, wenn wir Parfümfläschle zusammenkommen und wenn wir einen guten Duft in dieser Welt verbreiten, dann komm doch dazu und sei ein Teil davon. Und wie gesagt, nächsten Sonntag im Nachbarort in der Kirche, in der St. Georgskirche, 19 Uhr, ich würde mich freuen. Ich finde es nett, dass du nochmal an die Parfümfläschle erinnert hast. Das fand ich auch richtig nett, so ein Gedanke zum Weiter mitnehmen, jetzt auch in die Woche hinein. Steht ja auch in der Bibel, dass wir guter Duft sein sollen. Ja, euch allen einen richtig guten Sonntag, einen gesegneten Sonntag. Und du wirst uns jetzt noch das Segen zusprechen. Empfanget nun den Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden.